Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg vom Berg. Wir sammeln als erstes wieder unser Material ein und schicken unsere Drachen neu los, Material zu besorgen. Das machen wir hier oben mit den erstmal. So, die haben wir losgeschickt. Jetzt gucken wir hier. Ah, unsere Brücke ist fertig. Das machen wir aber gleich. Erstmal schicken wir hier alle anderen weiter nochmal los. So, die. Dann hier unseren Hakadu, unseren Gruff. Dann gucken wir hier unten. Jo, hier kann auch unser Nada nochmal los. Der Nada kann auch nochmal los. Und der. Jetzt ist unser Fisch voll. Jetzt können wir mal gucken, welchen Drachen wir aufpimpen können. Da würde ich sagen, nehmen wir den hier gleich und schicken den nochmal los. Dann können wir das nämlich hier einsammeln. So, dann kann der Hakadu nochmal los. Unser Holz ist auch bald voll. Sieht echt gut aus. Wir haben ja jetzt die Ressourcen komplett voll, so gut wie. So. Dann hier unten noch unseren Schockdrachen und unseren Schädelbrecher. Also wie ihr seht, sind unsere Ressourcen so gut wie voll. Sieht perfekt aus. Wir könnten jetzt hier unser Sägewerk ausbauen auf Level 2, kostet 9,2 Millionen Fisch. Ich weiß aber nicht, ob ich das mache. Ich denke mal, ich werde erstmal meine Drachen ein bisschen pimpen. Mal sehen. Gut, dann können wir jetzt erstmal unsere Drachen durchgehen. Ich habe die jetzt auch ein bisschen schon gepimpt. Hier seht ihr unseren Holzklau, den haben wir jetzt schon auf Level 42 gepimpt. Dann haben wir hier unseren tödlichen Nada auf Level 46. Hier haben wir noch einen auf Level 47, noch einen auf Level 49, also den haben wir schon weiter trainiert. Wir könnten jetzt sagen, wir trainieren den jetzt auf Level 50 und machen den nochmal auf Level 51. Jetzt ist nämlich das Coole, wir können jetzt hier unten Balkan Zuflucht bauen. Da kommen wir aber gleich zu. Jetzt kann der erstmal wieder los. Dann checken wir hier mal ab. Der ist Level 46, den könnten wir eigentlich auch nochmal pimpen. Können wir dann später nochmal gucken. Hier ist noch ein Hakadu Level 46. Dann unser Schockdrachen Level 46. Der Schädelbrecher ist Level 28. Hier trainieren wir gerade unseren Sturmpfeil auf Level 46. Unser Nada, hier haben wir den auch auf 46 schon gepimpt. Dann hier drüben seht ihr unseren Gruff, der ist Level 38. Dann haben wir noch Nada auf Level 40. Nada auf Level 44 und ein Holzklau auf Level 40. Dann trainieren wir hier oben gerade den Krallenkrabbler auf Level 28. Das dauert noch 6 Stunden, 17 Minuten. Also wie ihr seht, ist hier unsere Akademie voll beschäftigt. Gut, dann kommen wir weiter. Hier die Drachen, die habe ich alle nicht gepimpt, die sind so wie sie waren. Von daher brauchen wir uns die jetzt erstmal nicht angucken. Hier haben wir noch unseren Funkenhüsle, der ist Level 3. Gut, dann pimpen wir erstmal unsere Brücke auf, würde ich sagen. Das machen wir gleich mal cool. Die Brücke zu Thors Schatten ist freischalten. Jetzt haben wir hier gleich wieder ein bisschen was zum wegmachen, also hier können wir ein paar Felsen entfernen und und. Gut, dann gucken wir mal hier zu dem Titan, was wir hier mitmachen können. Das können wir erstmal für 8 Millionen ausbauen. Das würde ich sagen, machen wir einfach mal, dauert einen Tag. So, dann haben wir das auch geschafft. Gut, jetzt können wir mal nachgucken, was, ach so, hier haben wir noch einen Drachen. Den brüten wir gleich mal aus. Coole Sache. Den platzieren wir. Das ist der Taifummerang. Den platzieren wir hier gleich mal. So, dann haben wir hier schon mal zwei neue Drachen. Den Funkenhüstle kennt er ja schon. Und den Taifummerang. Den pimpen wir hier gleich mal auf. Dann ist er im Level 3. Den könnten wir dann zum Training schicken. Aber geht ja erstmal nicht, weil die Akademie voll ist. Dann checken wir erstmal unseren ohne Zahn ab. Vielleicht haben wir ein neues Drachenei. Ah, wir haben natürlich ein bisschen Pech gehabt. Schade eigentlich. Aber ist nicht zu ändern. Dann schicken wir gleich nochmal los. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir hier auf unseren ohne Zahn und trainieren den.
Jetzt haben wir den nämlich auf Level 38 gepimpt und pimpen den gleich nochmal. Jetzt ist er Level 39, jetzt müssten wir ihn zum Training schicken in der Akademie. Können wir aber nicht, weil die Akademie gerade voll ist, wisst ihr ja. Dann machen wir es einfach so, dass wir hier Fünkchen nochmal suchen. Vielleicht haben wir ja Glück, also Fünkchen wäre schon cool, wenn wir den kriegen würden. Mal sehen. Gut, dann soll er mal losmachen. 4 Stunden dauert's. Gut, dann haben wir hier oben, können wir nochmal durchklickern. Hier haben wir gerade 25 Runen gewonnen. Oder können wir gewinnen, indem wir 5 Felsen entfernen. Die Felsen kennt ihr ja, das sind die hier. Dauert eine ganze Weile und ist auch sauteuer. Hier oben haben wir schon einen entfernt, kriegen wir 30 Runen dafür. Sammle deine Belohnung ein. Cool, ist ja schon fertig. Ist ja genial. Gut, dann gehen wir gleich hier rauf. Zack, zack, zack. Schicke Drachen zum Fischen, um 15 Millionen Fische zu erhalten. Also das ist auch heftig. Aber das werden wir auch im Laufe der Zeit schaffen. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal weiter, welche Drachen wir noch pimpen können. Also das ist unser mit Abstand bester Drachen jetzt. Den können wir zum Titan-Drachen trainieren. Training starten. 2,8 Millionen. Das ist heftig. Ah, da muss erstmal Valkan Zuflucht fertig sein, ist klar. Gut, dann pimpen wir einen anderen Drachen. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir nehmen sollen. Ah, ich würde sagen, ich nehme mal... Ja, nehme ich den hier. Und pimpen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir den nämlich schon auf Level 48. Der kann jetzt auch weiter Material besorgen. Hier haben wir noch 2,9 Millionen. Da pimpen wir dann auch gleich mal hier in, würde ich sagen. Wollen wir einen Hakadu nehmen oder den Schockdrachen? Ich weiß es nicht. Kostet der Hakadu? Ah, nehmen wir den hier. So, machen wir das. Zack, zack. Jetzt haben wir noch 433.000, also müssen wir da noch ein bisschen auf Material warten. Da können wir aber sagen, hier, wir nehmen den hier. Zack, und pimpen den eh mal und schicken ihn gleich wieder los. Gut, jetzt haben wir erstmal unsere Drachen wieder komplett neu gepimpt und losgeschickt. Unser Material ist auch relativ down zur Zeit, so wie es sein soll. Wir haben erstmal alles schön ausgegeben. Gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Wenn ja, dann vergesst das Abonnieren nicht. Teilt mein Video. Dass ihr noch ein paar andere sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.